Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Unpacking. Und zwar ist endlich mal ein Päckchen gekommen, auf das ich schon ziemlich lange warte. Und ich mache jetzt erstmal oben die Klammer auf. Ja, zur kleinen Erklärung, das Ganze habe ich mal bestellt. Und zwar von eBay. Das war von dem her, ist es ein Taschenmesser. Hier ein bisschen spoilern schon mal. Und ja, es hat ziemlich lange gedauert. Ich glaube, irgendwas mit 7 Tage oder 8 Tage hat es gedauert, bis es da war. Und ich dachte mir auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein Unpacking, damit es auch mal nicht zu kurz kommt, weil es war ja an sich auch die Idee, das Ganze, dass das auch dabei ist. Ja, von Big Riff, wenn ich es richtig ausspreche. Ich spreche ihn immer so aus. Keine Ahnung, von Ausgesetzt in der Wildnis kennt man vielleicht. Ja, was weiß ich, was da noch alles draufsteht. Ja, ich habe mich ziemlich drauf gefreut, denn ich bin ziemlicher Fan von der Sendung. Ich habe das früher immer auf D-Max angeschaut. Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall bin ich unwissend. Und ja. Ich fand es ziemlich geil, sozusagen. Vom Style her auch. Und werde ich dann, denke ich mal, auch für die nächsten Unpackings dann benutzen. Und ja, vor allem die Klinge. Mit der Gravierung hier oben. Also, das ist keine Ahnung, was gibt's Geileres. Jetzt komm, Autofokus, nie funktionierst du und dann, wenn man dich mal braucht, funktionierst du auch nicht. Ach Gott. Okay. Fokussiere. Oder auch nicht. Okay, irgendwie will er nicht fokussieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, was kann man dazu noch sagen? Rostfreier Strahl, was weiß ich. Ich persönlich kenne mich jetzt mit Taschenmessern nicht so gut aus. Ich dachte mir halt einfach, dass ich das auch mal gebrauchen könnte, vor allem für Unpackings und sonstiges. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Also, was ich hier gerade sehe, das ist auf jeden Fall wunderschön, also verarbeitet. Vor allem für den Preis sehr preisgünstig. Hier oben natürlich Gussnähte und sowas, aber für den Preis von 10 Euro ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Dann hier nochmal BG. Also ich persönlich finde es sehr geil. Allein der Style. Und das, was tun muss, funktioniert ja auch alles. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? In nächster Zeit werden dann Unpackings mit diesem Messer gemacht. Und ja, da sind halt Gussnähte. Aber das kann man ja alles abmachen. Das ist jetzt kein Drama so. Ich denke mal, ich werde unten nochmal den Namen des Verkäufers reinpacken, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch dort mal einkaufen oder so. Oha. Okay, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch. Es war nur ein kleines Unpacking. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Würde ich sagen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Unpacking oder sonstigen Video. Bis denne und ciao.